wurde gebeten, über das Thema Google als Gott zu sprechen. Und das werde ich auch tun. Die Folie ist auf Englisch, haben Sie schon gemerkt, aber das stört Sie hoffentlich weiter nicht. Wir sind in Zeiten des Umbruchs. Unsere Gesellschaft erlebt eine digitale Revolution. Das hängt damit zusammen, dass sich die Prozessorleistung von Computern innerhalb von 18 Monaten verdoppelt. Und das führt zu einer irrsinnigen Beschleunigung und letztendlich zu einer Situation, wo wir erwarten müssen, dass innerhalb von 10 bis 15 Jahren Computer die Leistungsfähigkeit des Gehirns erreichen. Und deswegen haben wir in Lausanne auch das Human Brain Project. In der Tat ist es so, dass es schon Computer gibt, die besser abschneiden in Spieleshows als Menschen. IBM Watson hat das gezeigt. Also diese Computer können riesige Mengen an Informationen besser auswerten als Menschen. Und wir sehen, dass im Moment sich eigentlich alles ändert. Ja? Die Ausbildung, wir sehen jetzt diese massiven Online-Kurse, auch die Forschung mit Big Data, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, die Art und Weise, wie wir uns bewegen werden mit den selbstfahrenden Fahrzeugen, Google Cars, das Stichwort, die Art, wie wir shoppen gehen, das machen wir oft online. Wir werden bald zu Hause produzieren können mit 3D-Printern, manche haben das vielleicht auch schon. Unser Gesundheitssystem wird sich verändern mit personalisierter Medizin. Die Politik wird sich wahrscheinlich mehr Einmischung von Bürgern gefallen lassen und davon letzten Endes profitieren. Die Ökonomie wird sich umwälzen, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, und davon ist auch nicht das Finanzbusiness ausgenommen, die Versicherungsbranche und sogar der Krieg wird sich ändern mit Cyberwars. Das ist ganz schön starker Tobak, weil das nämlich alles innerhalb von wenigen Jahren passieren wird. Und in der Konsequenz sehen wir jetzt einen Übergang, wie wir ihn nur alle 100 Jahre in der Geschichte der Menschheit gesehen haben. Wir begonnen im Grunde genommen als Agrargesellschaft, das heißt, die meisten Menschen haben in diesem Bereich gearbeitet. Und im Laufe der Zeit gab es dann die industrielle Revolution mit der Erfindung der Dampfmaschine. Das hat dann zu neuen Jobs in diesem Bereich geführt. Erstmal natürlich zu sozialen Unruhen geführt, weil Jobs verloren gegangen sind. Aber das wurde dann ausgeglichen auch durch die gelbe, durch die grüne Kurve, die hier den Servicebereich wieder gibt. Das heißt, von der Industriegesellschaft sind wir dann in die Servicegesellschaft gegangen und nun schreiten wir im Grunde genommen in die Informations- oder digitale Gesellschaft, in die Ökonomie 4.0 und auch die Gesellschaft 4.0. Nun, das wird uns noch ziemlich zu schaffen machen. Einfach aus dem Grund, weil man davon ausgehen muss, dass sich die Jobs in den klassischen Sektoren, also Agrar-, Industrie- und Service-Sektor, halbieren werden. Und dann addieren wir zusammen, wie viel das ist, also vielleicht so 3% im Agrarbereich, dann haben wir vielleicht 15% im Industriebereich und da haben wir etwa 30% im Servicebereich, das ist also weniger als 50%, dann ist die Frage, was machen eigentlich die anderen 50% oder 60%? Ja? Und wir sehen das im Grunde genommen schon in Ländern wie Griechenland, in Spanien, vor allen Dingen bei jungen Menschen, dass da ein Umbruch im Gange ist. Das kann gar nicht anders sein. Wir haben es nur nicht verstanden, was die Ursachen sind. Wir denken immer, ja, nach der Finanzkrise ist alles wieder so wie vorher, aber ich glaube, so wird es einfach nicht mehr werden. Und mit dieser Revolution geht auch ein Datentsunami einher. Die Datenmenge verdoppelt sich sogar jedes Jahr. Und das bedeutet, dass innerhalb eines Jahres so viel Daten produziert werden, wie in der gesamten Menschheitsgeschichte zusammen. Es ist unvorstellbar. Und das führt natürlich zu neuen Möglichkeiten, aber auch dazu, dass alte Firmen aus dem Markt gespült werden. Kodak hatte eigentlich die meisten Patente zur Digitalfotografie, aber konnte sich nicht schnell genug anpassen. Ging also pleite. Und so geht das eben vielen anderen Industrien, und gerade die klassischen Automobilstädte, die sind natürlich in einem sehr schlechten Zustand, aber nicht nur die. Also hier sehen wir tatsächlich einen großen Umbruch und nun kann man vielleicht das irgendwie einordnen, geschichtlich. Da bin ich nicht ganz so sehr
eher ein Experte, aber im Grunde genommen muss man sehen, dass wir hier eine Veränderung der Gesellschaftsform über die Zeit haben. Und im Moment leben wir in einer Gesellschaft der Service Society, wo die Verwaltung eine große Rolle spielt, die Optimierung und Planung von Prozessen. Und die Frage ist, was kommt eigentlich danach in dieser Informations- oder Wissens- oder digitalen Gesellschaft? Und meine Vermutung ist, dass Selbstregulierung und kollektive Intelligenz die Prinzipien sind, nach denen diese Gesellschaft funktionieren wird. Und die Frage ist, wie bauen wir das auf, dass das dann auch funktioniert? Das kommt ja nicht von alleine. Bis dahin kann es sicherlich einige Unruhen geben. Wir sehen sehr viel Unruhe in der Welt in den letzten Jahren, gerade auch in den letzten Monaten. Man kann vielleicht vermuten, dass Afrika sich von einer Agrargesellschaft zu einer Industriegesellschaft entwickelt, dass sich China von einer Industriegesellschaft zu einer Servicegesellschaft entwickelt und dass sich Länder wie USA, europäische Länder, Japan oder auch Singapur und Australien in diese digitale Gesellschaft entwickeln werden. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Zu diesem Zweck ist es ganz gut, wenn wir mal zurückschauen, was hat eigentlich das Industriezeitalter zu einem großen Erfolg gemacht. Oder sind wir mal nicht ganz so ambitioniert, sondern fragen einfach, was hat das Automobilzeitalter zu einem großen Erfolg gemacht. Was brauchte es dazu? Ja, zunächst einmal mussten wir lernen, die Naturkräfte zu zähmen, also Explosionen umzuwandeln in kontrollierte Bewegung, wie wir das mit einem Motor tun. Und wir mussten lernen, Autos zu bauen. Wir mussten Massenproduktion erfinden. Ja, das hat Ford getan. Wir mussten Straßen bauen, Tankstellen, Parkplätze. Wir mussten Fahrschulen einrichten, Führerscheine ausgeben. Wir mussten Geschwindigkeitskontrollen einführen, Verkehrspolizei. So stellt sich die Frage, was sind eigentlich die Institutionen und Infrastrukturen, die es für eine digitale Gesellschaft braucht. Ja, ich meine, wir stecken Milliarden in die Agrargesellschaft, in die Infrastruktur für die Industriegesellschaft, in die Ausbildung für die Servicegesellschaft. Wie viel Milliarden stecken wir letzten Endes in die Infrastruktur der digitalen Gesellschaft? Und man sehen, es ist viel zu wenig. Ja. Wir bereiten uns nicht gut genug auf diesen Wandel vor. Und wir brauchen sicherlich globale, vertrauenswürdige, transparente, offene und partizipative Informationsplattformen. Und die müssen wir bauen. Nun hätte ich da eine lange Liste von Dingen, die gemacht werden müssen. Das will ich jetzt nicht herunterbeten. Aber ich empfehle Ihnen einen Artikel, den Sie im Internet finden, Big Data, Zauberstab und Rohstoff des 21. Jahrhunderts. Und auf Seite 3 finden Sie da eine graue Box und da steht alles drin. Natürlich erzähle ich Ihnen heute auch ein bisschen was darüber, aber alles passt auch nicht in den Vortrag. Also was können wir letzten Endes machen? Natürlich diese Daten können wir nutzen. Ja? Wir können zum Beispiel eine 3D-Repräsentation der Welt auf unserem Computer zu Hause produzieren. Ja. Und zwar durch Nutzung der Fotos, die alle von Ihnen zum Beispiel in Rom mal geschossen haben vom Kolosseum. Ja. Sie sehen, man kann diese Fotos, die im Internet heruntergeladen werden können, zusammenfügen zu einer 3D-Rekonstruktion. Ja, da müssen Sie gar nicht ins Flugzeug steigen dafür. Das können Sie eigentlich mit der richtigen Software von jedem Ort der Erde tun. Und das ist natürlich schon atemberaubend. Wir können neue Kompasse bauen für Entscheidungsträger. Diese Kompasse können uns Dinge anzeigen, nicht nur wie die Produktivität, sondern auch die Ausbildung, die Gesundheit, wie geht es der Umwelt oder auch soziales Kapital, Vertrauen oder meinetwegen auch, wie glücklich sind wir eigentlich. Diese Dinge waren in der Vergangenheit schwer zu messen. Es ist immer noch nicht einfach, aber es ist absehbar, dass wir aus den vielen Daten, die im Internet herumliegen, irgendwann diese Dinge mehr oder weniger in Echtzeit werden messen können. Diese Messverfahren müssen wir Wissenschaftler natürlich jetzt entwickeln. Und zwar
auch so, dass wir das bis auf Länderebene, Städteebene oder vielleicht bis auf Stadtquartier herunterbrechen können. Also letzten Endes so eine Art Teleskop oder Mikroskop für unsere soziale Welt, wir nennen das Sozioskop. Wir könnten Informationsplattformen schaffen, die anzeigen, wie sich unsere Umwelt verändert und wer diese Umweltveränderung verursacht. Wir könnten die Ressourcen abbilden, die es in der Welt gibt und wo sie sich befinden, wer sie benutzt. Wir könnten die Finanzmärkte abbilden und die Risiken, die sich in diesen Märkten befinden. Wir können auch Krisen abbilden, also wenn es irgendwo ein Erdbeben gibt oder eine andere Katastrophe, dann benutzt man heutzutage oft solche Informationsplattformen, wo Leute lokal Informationen hochladen können. Und das Krisenmanagement-Team kann auf diese Art und Weise auch viel bessere Informationen haben, aber nicht nur die Regierungsvertreter und das Rote Kreuz, sondern auch die Menschen, die dort leben, ja, die ihre Familienangehörigen vermissen zum Beispiel und über diese Plattformen finden können. Oder die helfen können, letzten Endes diese Probleme mit anzupacken. Wir können, das ist leider sehr aktuell geworden, internationale politische Spannungen abbilden. In diesem Fall haben wir das gemacht, indem wir Millionen von Newsartikeln nach bestimmten Stichworten durchkämmt haben und die Häufigkeit von Stichworten gemessen haben, die Konflikte signalisieren. Man sieht hier, dass man auch gut nachvollziehen kann, wie sich Konflikte ausbreiten räumlich. Das heißt, dieser Krieg, der mit Irak geführt wurde, der hat letzten Endes die ganze Region destabilisiert und die Folgen sehen wir jetzt, viele Jahre später. Wir können auch Gesundheitsrisiken abbilden und wie sie sich in der Welt ausbreiten. Ebola ist ja im Moment das große Thema. Da haben wir vor kurzem eine Arbeit entwickelt, die es erlaubt, vorauszusagen, wie sich Krankheiten in der Welt verbreiten, auf der Basis von Luftverkehr. Und hier kann man also tatsächlich die Risiken einigermaßen abschätzen, in welcher Reihenfolge Kranke quasi importiert würden, in welchen Städten oder Ländern. Aber nicht nur so schreckliche Sachen kann man messen, sondern auch die Verbreitung von Ideen und Innovationen. Was kann man hier sehen? Was grün ist, das sind die innovativen Standorte, wo also die Ideen das erste Mal erfunden werden. Und die roten Standorte sind diejenigen, die sie aufgreifen und konsumieren. Und da sieht man, da steht die Ost- und die Westküste in Amerika sehr gut da. Da gibt es die berühmten Universitäten in Großbritannien, aber die Schweiz steht auch ganz wunderbar da. Ja. Also darauf können wir stolz sein. Wir können auch übrigens messen, wie sich wissenschaftliche Konzepte verbreiten. Ja. Also plötzlich kann man viele Dinge sehen, die vorher unsichtbar waren. Und das ist natürlich sehr spannend. Ja. Das ist ein bisschen so wie ein Röntgenapparat, ja, wo sie plötzlich Dinge sehen können, die vorher nicht sichtbar waren. Und dieser Röntgenapparat hilft uns natürlich, Krankheiten zu heilen. Und die Idee ist, dass man so etwas Ähnliches in der Gesellschaft auch tun kann. Dass wir also quasi Krankheiten in der Gesellschaft vorab erkennen könnten, bevor sie ausgebrochen sind. Also Kriminalität, Konflikte, Kriege. Ja, wenn wir das sehen könnten, bevor es soweit ist und heilend eingreifen können, das wäre natürlich unglaublich viel wert. Ja. Aber man muss natürlich darauf achten, das wird nachher ein Thema sein, dass wir die Dosis dieser Röntgenstrahlen nicht zu hoch wählen, ja, sonst haben sie natürlich eine gesundheitsschädliche Wirkung und da kommt das Thema Privatsphäre nachher ins Spiel. Und schließlich können wir auch noch die Kultur abbilden und wie sie sich verbreitet. Das sehen Sie also nach der Entdeckung Amerikas, verbreitet sich die Kultur von Europa kommt, von der Ostküste Amerikas, schließlich in Richtung Westküste. Und da gibt es auch einen sehr schönen Film im Internet dazu, Charting Culture. Ja, die Frage ist, was kann man denn sonst noch alles tun? Ja, wenn wir also
starke, mächtige Regierung wäre. Und zunächst einmal möchte ich ein paar Worte über Big Data sagen. Ja, Big Data wird oft charakterisiert durch vier Begriffe. Das riesige Volumen, das in diesen Datenmengen sozusagen anfällt. Dann die Geschwindigkeit, in der sie verarbeitet werden müssen, also oft in Echtzeit, während sie hereinkommen. Dann schließlich die große Variabilität der Daten. Ja, die kommen nicht in einem Format, sondern es ist eigentlich Kraut und Rüben und trotzdem muss man sich da zurechtfinden. Und schließlich auch die Unsicherheit oder Unzuverlässigkeit von diesen Daten. Wir wissen nicht, ob sie vollständig sind, ob sie repräsentativ sind, ob sie korrekt sind. Ja, mit diesen Dingen muss man leben, wenn man Big Data Analytics machen möchte. Und hier haben Sie mal einen Überblick, was alleine in 60 Sekunden an Datenmengen anfällt. Ja, da sehen Sie also fast 700.000 Google-Anfragen, 168 Millionen E-Mails in einer Minute. Also einfach atemberaubend. Das sind echt irrsinnige Mengen an Informationen, die da anfallen, 100-mal größer als die größte Bibliothek der Welt. Und es wird ständig mehr. Ja, und deswegen gibt es auch Leute, die sagen, Daten sind das neue Öl. Das ist natürlich günstig für Länder wie die Schweiz, wo wir nicht so viele Bodenschätze haben, die wir abbauen können. Verschmutzt auch nicht die Umwelt. Ja, ist es vielleicht die ideale Technologie, um Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen? Darüber werden wir zu sprechen haben. Aber zunächst einmal ist es eigentlich so wie mit dem Rohöl. Man muss es finden, man muss es bohren und man muss es raffinieren. Ja, das heißt, man muss Rohdaten transformieren in Informationen, Informationen in Wissen und Wissen vielleicht dann, wenn es gut geht, in Weisheit transformieren. Und dafür muss man Infrastrukturen bauen und uns Wissenschaft entwickeln, ja, die Datenwissenschaft, die jetzt entsteht. Ja, hier sind einige Beispiele für das, was Big Data möglich gemacht hat. Ja, das eine kennen Sie vielleicht von Ihrem iPhone. Plötzlich können Sie mit Ihrem iPhone sprechen und sagen, ich möchte gern zu einem griechischen Restaurant in der Nähe. Und da wird Ihnen das iPhone sagen, ja, das heißt so und so. Und dann müssen Sie jetzt irgendwie vorne rechts abbiegen und dann links und dann noch 100 Meter, dann sind Sie da. Ja. Dann gibt es Übersetzungsservices. Ja. Sie sprechen in Ihr Smartphone hinein und Chinesisch kommt heraus. Ja. Oder umgekehrt. Schon fantastisch, ja, das ging früher einfach nicht. Dann wird natürlich Big Data angewandt im Bereich Financial Trading, High Frequency Trading und so weiter. Also fallen irrsinnige Datenmengen an, kann man natürlich Milliarden mitmachen. Insofern, ja, Öl der Zukunft, kann man schon sagen. Dann gibt es hier IBM Watson, diese intelligente Maschine. Ja, die zum Beispiel Ärzten helfen wird, Diagnosen zu stellen. Und wir haben eigentlich die größte Big Data Infrastruktur der Welt in der Schweiz stehen. Das ist nämlich das CERN, wo wir also Elementarteilchen beschleunigen, um die Naturkräfte der Physik zu erforschen. Und das sind so viele Daten, die da anfallen, dass man mehr als 99% wegwerfen muss, damit man überhaupt diese Daten irgendwie noch bearbeiten kann. Aber was man sich anschaut, das hängt davon ab, was Sie jetzt sehen möchten, also welches Experiment Sie machen, welche Art von Teilchen Sie finden wollen. Das heißt, der Messprozess muss intelligent spezifiziert werden. Können Sie nicht einfach immer auf die gleiche Art und Weise messen. Ja? Die Intelligenz steckt im Messverfahren. Ja. Und dann eine ganz große Anwendung für Big Data ist natürlich Werbung. Ja? Früher musste man irgendwie mühsam herausfinden, wer möchte einen Rasenmäher kaufen, wer möchte einen BMW kaufen oder was auch immer. Und man musste dicke Broschüren drucken und so weiter. Das war teuer. Heutzutage schaut man einfach, was sie so tun im Internet. Und dann plötzlich wundern sie sich, gerade noch irgendwie das Thema Griechenland,
auf dem Bildschirm gehabt und schon ist da eine Werbeanzeige eingeblendet. Ja? Naja, wir wissen schon sehr genau, was wir tun. Also, die Frage ist, in der Perspektive, könnten wir alles wissen, was in der Welt passiert? Ja? Könnten wir allwissend sein? Oder zumindest die amerikanische Regierung zum Beispiel. Und dann stellt sich natürlich die Frage, könnten wir eine Kristallkugel bauen, ja, die uns die Zukunft voraussagen lässt? Das ist etwas, was ich vorgeschlagen habe, was mir aber oft untergeschoben wurde. Und dann habe ich mich gewundert, warum das so ist und habe mal gegoogelt, ja, da war es dann mal für was gut. Und stelle fest, ja, es gibt tatsächlich Forschungsprojekte, die versuchen, eine Kristallkugel zu bauen in den USA. Ja. Und da wollen wir uns einfach mal anschauen, was würden wir denn unternehmen, wenn wir glauben würden, das geht. Ja, dann würden wir sagen, okay, sammeln wir doch mal alle Daten, die wir kriegen können. Ja. Und wie wir sie dann verwenden, darüber denken wir dann später nach. Also was für Daten können wir kriegen, ja, wenn sie im Internet shoppen, ja, her mit diesen Daten. Ja. Aber nicht nur dann, ich meine, wenn sie einkaufen und mit ihrer Kreditkarte bezahlen, ja, sie hinterlassen Datenspur, kann man ja auch gleich verwenden. Wenn sie sich bewegen mit ihrem Smartphone, das hat natürlich einen GPS-Sensor drin, der kann sie lokalisieren, aber auch wenn sie noch kein Smartphone haben, kann man sie mit weniger Genauigkeit doch letzten Endes lokalisieren. Also das können wir auch gleich mitmachen, wo sie sich befinden, was sie für soziale Kontakte haben, was sie anderen mitzuteilen haben, zum Beispiel mit Twitter, was sie für Files erzeugen und aufbewahren, ja, die PowerPoint-Präsentation von ihrem letzten Geschäftsmeeting, die Musik, die sie hören, die Videos, die sie runterladen, alles in diese Dropbox, in die Cloud und dann natürlich letzten Endes, was sie für E-Mails verschicken, da konnte man ja mal scannen, nach bestimmten Stichworten kann man ja brauchen, um ihnen nachher gute Werbung zukommen zu lassen. Es ist nicht Empfehlung, die ich machen möchte, aber das ist jetzt quasi diese Denkweise, die quasi aus der Perspektive einer, sagen wir, Regierung, die eine Kristallkugel bauen, die logische Konsequenz wäre. Ja? Dann gibt es natürlich diese Amazon Reader, da wird aufgezeichnet, wie lange verbringen Sie auf welcher Seite des Buches, haben Sie irgendwas markiert, wenn ja, was? Also man schaut Ihnen quasi schon in den Kopf hinein und Google geht noch einen Schritt weiter. Auf der Basis der Daten, die man über uns hat, kann man relativ gut erschließen, was wir als nächstes tun werden. Ja? Insbesondere, wenn wir uns erkundigen nach bestimmten Aktien, dann kann man fast schon voraussagen, welche Aktien wir kaufen werden. Ja, Google kann das jedenfalls. Das wäre natürlich Insiderwissen, deswegen haben sie auch noch keinen Trading-Bereich aufgebaut. Aber sie könnten das. So, dann kommt es natürlich so weit, dass wir in unser iPhone sprechen oder meinetwegen, sie haben das auch auf dem Computer mit ihrem Browser und irgendwas in Text übersetzt haben wollen oder eine Information haben wollen, das wird natürlich auch aufgezeichnet. Und dann natürlich, welche Filme uns interessieren, was wir sehen mit der Google-Brille, die dann kommen wird, ja, unsere gesamte Umgebung kann man aufzeichnen, was wir in unserem Wohnzimmer machen mit der Spielekonsole oder auch unsere Fingerabdrücke, ja, manche Handys werden ja heutzutage auf diese Art und Weise entsperrt. Und warum dann nicht auch gleich noch unsere Gendaten sammeln? Ja? Das wird auch schon fleißig gemacht zum Teil unter allen möglichen Vorwänden. Also das ist eigentlich die Vision und schwuppdiwupp, das haben wir natürlich auch. Jetzt verstehen Sie, warum wir so etwas wie die NSA haben. Ja? Diese Daten braucht es für diese Kristallkugel. Die Frage ist nur, wird sie funktionieren oder nicht. Ja? Nun gibt es Leute, die sagen, ja, mit so vielen Daten sind Menschen eigentlich vorhersehbarer als Elementarteilchen. Sind die wirklich so vorhersagbar? Ja,
90% unserer Aktivitäten können vorausgesagt werden. Ja? Wann wir morgens aufstehen, wo wir zur Arbeit gehen, in welchen Sportclub wir nach der Arbeit gehen, welche Freunde wir montags, Dienstag, Mittwochs treffen und so weiter und so fort. Es hat ja alles eine gewisse Regelmäßigkeit, machen wir uns nichts vor. Ja, und es gibt sogar eine Firma, um sozusagen die Sache perfekt zu machen, die nennt sich Recorded Future. Also im Grunde genommen schreiben die das Geschichtsbuch der Zukunft auf. Ja? Auf der Basis all dieser Informationen, die es gibt. Ja? Und ich bin nun wahrlich jemand, der nicht freiwillig alle möglichen Informationen im Internet hinterlässt. Aber wenn uns Bloomberg an der ETH besucht, bekomme ich am gleichen Tag von Twitter den Vorschlag, ich könnte ja Bloomberg followen. Ja? Oder ich hatte eine Einladung nach Amerika zu Google und plötzlich waren die Google-Chefs als Freunde sozusagen vorgeschlagen. Ja, also mein Kalender, Google weiß wahrscheinlich besser, was ich morgen mache als ich, weil ich schaue erst am nächsten Tag rein und die wissen schon 2 Wochen vorher, wenn der Termin gemacht wird. Ne? Also, nun könnte man sich fragen, Mensch, mit all diesen Daten könnten wir nicht sowas bauen wie Gott, ja? Und, naja, was haben wir gelernt? Gott sieht alles. Ja? Wenn wir uns daneben benehmen, dann wird das bestraft. Und deswegen strengen wir uns eben an, das Richtige zu tun. Ja? Es hat sich übrigens herausgestellt, dass dieser Satz, wenn Gott nicht existieren würde, Menschen würden ihn erfinden, der ist schon viel älter. Ja? Die Frage, gibt es Gott oder nicht? Ich meine, darüber können wir eine Stunde lang diskutieren. Aber jetzt mal ganz unabhängig davon, ich hatte diesen Artikel geschrieben, Google als Gott. Und dann habe ich mal danach gegoogelt und das ist, was ich gefunden habe. Ja? Es gibt also tatsächlich eine Kirche von Google. Es gibt Beweise, warum Google Gott ist. Ja? Google ist immer da übrigens, weiß alles und so weiter und so fort. Ja? Hat auf alle Fragen eine Antwort und so weiter und so fort. Also so absurd scheint diese Idee gar nicht zu sein, man muss sie zumindest mal diskutieren und ich kann mir schon vorstellen, einige von Ihnen halten das für eine Absurdität, ja, und gerade wenn man sehr religiös ist, dann ist es natürlich so, dass es eine völlig inakzeptable Vorstellung ist. Aber es ist wichtig, dass wir diese Idee einmal im Einzelnen nachvollziehen, denn nur so können wir verstehen, was in der Welt passiert. Ja, warum es Institutionen wie die NSA gibt und warum die das tun, was sie tun. Also nehmen wir einfach mal an, wir hätten all diese Daten. Ja? Was könnten wir damit tun? Ja, könnten wir die perfekten Entscheidungen treffen? Ja, wie ein weiser König. Ja, es ist nur eine Frage der Information, die perfekten Entscheidungen zu treffen. Nehmen wir einfach mal an, die Regierung hätte wirklich die besten Absichten. Ja, das kann man natürlich in Frage stellen, aber nehmen wir es einfach mal an. Nun, wenn wir alles wüssten, könnten wir auch gleich allmächtig sein. Ich meine, in gewisser Weise braucht es das ja, wenn wir die Zukunft voraussagen wollen, diese Kristallkugel, dann müssen wir sie auch kontrollieren können, dass das passiert. Ja, was vorausgesagt ist. Wenn er nur ein einziger nicht das tut, was vorausgesagt wird, dann kommt ja womöglich alles durcheinander. Ja, aber Wissen ist Macht und insofern, ja, vielleicht funktioniert das ja. Was müssen wir machen? Wir müssten die Entscheidungen der Menschen manipulieren. Ja, manchmal sage ich schon, Spaß ist aber, wir werden wahrscheinlich schon alle aus Cupertino kontrolliert, ja, denn was tun wir? Naja, wir schauen in unser Handy, jedenfalls die jüngere Generation, und dann kommen halt bestimmte Informationen und auf diese Informationen reagieren wir und wer entscheidet, was wir für Informationen bekommen? Also denkbar wäre es schon, uns letzten Endes zu steuern. Ja? Wir würden also diese Ketten, an denen wir
liegen, gar nicht spüren, ja, weil wir freiwillig diesen Vorschlägen folgen. Also wir können so eine Art Zauberstab bauen, ja, der passieren lässt, was wir wollen, wenn wir nur in der Lage sind, Menschen zu manipulieren. Und in der Tat, das passiert ja schon jeden Tag. Werbung dient keinem anderen Zweck, als unsere Entscheidungen zu manipulieren. Und wenn das nicht ziemlich erfolgreich wäre, dann würden Unternehmen nicht Abermilliarden ausgeben für Werbung. Ja, bis zu einem gewissen Grad kann man uns also manipulieren. Nun, also, für eine Regierung ist es ein wunderschöner Traum, diese Kristallkugel zu haben, den Zauberstab. Jetzt muss man es den Bürgern nur noch verkaufen. Ja? Also, wie machen wir das? Ja, wir wollen alle keinen Terrorismus. Kinderpornografie ist auch schrecklich. Also muss man überwachen, was die Menschen tun. Und schwuppdiwupp gibt es natürlich entsprechende Überwachungssoftware und auch solche trojanischen Pferde wie Flame und Stuxnet, die letzten Endes eben sich auf den Computern breit machen und da sehen können, was da passiert, aber eben auch letzten Endes manipulieren können, was auf diesen Computern passiert. Und in der Tat, die Cyberkriminalität explodiert. Ja? Computerviren, Würmer, trojanische Pferde, wie es alles heißt. Ja? Es ist nicht ohne, wie ich nachher sagen werde, nicht nur wegen dieser Möglichkeit, dass Cyberkriege geführt werden können. Das heißt, unsere Atomkraftwerke, unsere kritische Infrastruktur, unsere Finanzinfrastruktur, die sind im Prinzip verwundbar. Wir wissen nicht genau, wie verwundbar. Ja, ich will Ihnen jetzt keine riesige Angst machen, aber auf jeden Fall sind das Szenarien, die wir früher nicht hatten. Das sind Verwundbarkeiten, die neu sind, die innerhalb von Zehntelsekunden zu Buche schlagen können. Das ist vielleicht gefährlicher als Nuklearwaffen. Und diese Informationsmethoden, um letzten Endes auszuspionieren, was so passiert, die hat letzten Endes auch die Sicherheit des Finanzsystems untergraben. Ja? Und da hört der Spaß natürlich auf für uns, ja? Wenn es um unser liebes Geld geht und da Cyberkriminelle irgendwie schauen können, was auf dem Konto liegt und womöglich sich noch was abbuchen können. Also nee, das muss nicht sein. Und dementsprechend gab es, wie man weiß, auch eine gewisse Verstimmung zwischen verschiedenen Ländern über diese Dinge. Nun, kann ja sein, dass das mächtige Tools sind, aber wenn das nicht funktioniert und wenn wir nicht wissen, wann es funktioniert und wann nicht, dann sind natürlich mächtige Tools richtig gefährlich. Ja? Und angenommen, diese Tools gibt es vielleicht schon seit längerem, dafür gibt es ja einige Hinweise, dann kann man sich kaum vorstellen, dass Dinge wie der Krieg auf Afghanistan oder Irak stattgefunden haben, ohne dass man vorher versucht hat, abzuschätzen, was da passiert mit dieser Kristallkugel, mit dieser Allwissenden. Ja? Es ging nur leider anders aus, als man das gedacht hat. Auch die Finanzkrise hat man nicht kommen sehen und nicht vermeiden können. Das macht Europa ziemlich Kopfschmerzen, wie man weiß. Man sah auch nicht den arabischen Frühling kommen. Dieser furchtbare Krieg in Syrien, den hat man auch nicht in den Griff bekommen. Mittlerweile haben wir einen Krieg in der Ukraine und Ebola und so weiter und so fort. Also so gut kann das nicht funktionieren. Ja? Wir haben mehr Krisen als je zuvor. Ja? Auch Klimawandel. Mittlerweile nach vielen Jahren eingeschätzt als Sicherheitsrisiko für die USA. Also irgendwie funktioniert das nicht und die Frage ist, warum? Ja, und wenn man nur wissenschaftlich sich an diese Sache rangemacht hätte, hätte man das auch vorhersagen können. Zum einen ist das Problem, wenn wir in diese Big Data hineinschauen, dann sehen wir Korrelationen.
aber wir wissen nicht, ob das kausale Abhängigkeiten sind oder nicht. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir ein Sternbild hineindeuten in die Sterne. Ja? Das gibt es da eigentlich nicht, dieses Sternbild. Das ist das, was wir da hineininterpretieren. Ja? Man nennt das spurious correlations. Also hier so ein Beispiel, Anzahl der Serienmörder in Abhängigkeit vom Schokoladenkonsum. Die Schweiz habe ich mal vorsichtshalber rausgenommen, ja, damit sie es nicht wieder Angst bekommen. Aber es ist natürlich klar, da gibt es keinen logischen Zusammenhang. Ja. Dann, das ist die Situation, die man häufig vorfindet. Ja. Man möchte irgendwie gute und schlechte Risiken voneinander trennen. Also zum Beispiel die Versicherten, die ihnen Kosten verursachen, von denjenigen, die vorwiegend einzahlen, aber letzten Endes nichts wieder herausgekommen werden. Und es stellt sich aber heraus, dass diese Datenwolken in der Regel mehr oder weniger übereinander liegen und dass man das gar nicht richtig trennen kann. Und dann gibt es natürlich Leute, die Pech haben, die falsch einsortiert werden. Und andere Leute, die falsch einsortiert werden, die Glück haben. Ja? Das ist natürlich unfair. Ja? Riesige Diskriminierungspotenziale liegen da verborgen. Vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wie diese Algorithmen funktionieren, sie sich dann nicht dagegen wehren können. Ja? Wenn Sie heutzutage einen Kredit bekommen möchten oder eine Versicherung, dann hängt vielleicht das Angebot, das man Ihnen macht, von dem ab, was Ihre Nachbarn tun. Ja? Ob da irgendwie ein Kredit nicht zurückbezahlt worden ist, ob die sich fit halten oder nicht und so weiter und so fort. Ja? Findet man das gut? Also das birgt Risiken für uns. Ja? Es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, das geht mich alles nichts an, ich mache ja nichts Böses und so weiter und so fort. Ja, aber man kann irgendwie im falschen Topf landen, ja. Ist man plötzlich, wenn man den falschen Namen hat, ein Terrorverdächtiger, aber in Wirklichkeit ist man ein braver Bürger. Die Gefängnisse sind voll mit Menschen. Die Frage ist, sitzen da die richtigen Leute drin? Und ich bin niemand, der nun Drogenkonsum befürwortet, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber im Zusammenhang mit dem Krieg auf Drogen gab es in Amerika 45 Millionen Verhaftungen. Also das kommt mir jetzt doch ein bisschen hoch vor, ehrlich gesagt. Ja. Und so war es dann auch vor kurzem, dass dann Eric Holder zugeben musste, zu viele Amerikaner gehen ins Gefängnis für viel zu lange Zeit und eigentlich ohne guten Grund. Und in der Tat kann man das auch sehen. Ja, die Amerikaner sind Weltmarktführer im Gefängnisfüllen. Ja, die haben 10-mal so viele Leute im Gefängnis als wir. Und das liegt eben möglicherweise auch daran, dass Gefängnisse dort kommerzialisiert sind und dass man mit Big Data natürlich immer irgendwelche Gründe finden kann, Leute ins Gefängnis zu werfen. Ja? Insbesondere, wenn das Budget Lücken gibt, die man füllen muss, dann findet man schon irgendwie den Tag der Geschwindigkeitskontrolle oder was auch immer, um halt entsprechend viele Sünder zu verhaften. Und da gibt es dieses schöne Buch mit einem Bein im Knast. Ja, das lesen Sie sich am besten mal durch. Dann sehen Sie, gegen wie viele Gesetze Sie als braver Bürger trotzdem verstoßen. Ja, das heißt, wer ihn böse will, der findet schon was. Ja. Und selbst wenn Sie nichts Verbotenes tun, vielleicht schauen Sie hier doch mal irgendwie ein Filmchen an und möchten dann nicht, dass das jemand anders weiß. Ja. Aber egal, was Sie im Internet tun, jeder einzelne Klick wird mitgeschrieben. Und zwar nicht nur, wenn Sie zugestimmt haben, sondern da sind immer 20 Firmen, die letzten Endes gucken, was Sie tun, ja, obwohl es verboten ist. Ja. Also, man hat diese Daten. Man kann aus diesen Daten ergründen, was Sie wahrscheinlich wählen werden. Ja. Das Wahlgeheimnis ist passé. Ja. Und unter solchen Bedingungen muss man sich natürlich die Frage stellen, ja, kann man es noch wagen, überhaupt seine Meinung zu sagen? Oder fangen wir nicht an, Selbstzensur vorzunehmen? Ja?
wagen wir es noch, innovative Ideen zu haben, die dem widersprechen, was man früher gemacht hat. Innovation fordert letzten Endes immer das Etablierte heraus. Ja? Haben wir vielleicht schon jetzt zu wenig Innovation? Ja? Ist das nicht eigentlich der Grund, warum wir eine ökonomische Krise haben? Ja? Dass die Innovationen nicht kommen in dem Maße, wie sie kommen sollten. Ja? Sind wir schon nicht mutig genug? Ja, und vielleicht brauchen wir einen völlig anderen Ansatz. Ja? Vielleicht ist es einfach ein riesiger Irrtum mit dieser Kristallkugel und mit diesem Zauberstab. Und die Art und Weise, wie man heutzutage Big Data verwendet, vielleicht müssen wir ja anders herangehen. Und in der Tat, eine Sache, die man übersehen hat, ist diese zunehmende Komplexität. Ja? Indem wir die Welt vernetzen, gibt es immer mehr Möglichkeiten. Und insofern sehen wir uns mit folgender Situation hier konfrontiert. Einerseits nimmt die Prozessorleistung von Computern exponentiell zu. Das ist die Dauerkurve. Ja, alle 18 Monate verdoppelt sie sich. Und andererseits nimmt die Datenmenge auch exponentiell zu, in grün gezeigt, aber noch viel schneller. Wir kommen jetzt also von einer Situation, wo wir nicht genügend Daten hatten, um gute Entscheidungen zu treffen, in eine Situation, wo wir Big Data haben, sehr viele Daten, da können wir also evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Aber wir sehen, früher oder später, und wahrscheinlich ist das schon lange so, überholt die Datenmenge die Prozessorleistung. Das heißt, wir können gar nicht mehr all diese Daten anschauen. Es gibt also so Dark Data im Grunde genommen, die sehen wir nicht, nie im Leben. Ja? Und das führt zu einer Situation, wo man sich auf bestimmte Dinge konzentriert und andere Dinge übersieht. Und genau das ist passiert. Ja? Die Finanzkrise haben die meisten nicht sehen, kommen sehen, den arabischen Frühling haben die meisten nicht kommen sehen, diese Krise in der Ukraine nicht, die Ebola-Geschichte. Ja, wir haben uns einfach auf andere Dinge konzentriert. Das ist genau das, was diese Kurven hier implizieren. Und dann gibt es noch die rote Kurve. Und die beschreibt die systemische Komplexität. Und dann sieht man, also selbst alle Daten der Welt werden niemals ausreichen, um das zu beschreiben und zu verstehen. Oder die Welt sogar in einer Top-Down-Art und Weise zu optimieren. Ja, wie das dieser weise König machen müsste, wenn er Erfolg haben wollte. Das geht gar nicht. Ja? Also diese Top-Down-Kontrolle wird immer weniger wirksam. Und dann, das ist der Grund, ja, warum so viele Dinge nicht mehr funktionieren. Das ist der Grund. Und dann ist die Frage, gibt es andere Möglichkeiten, soziale und ökonomische Ordnung zu schaffen? Und die Antwort ist ja, zum Glück, das ist in der Tat der Fall. Aber man braucht ein anderes Prinzip. Verteilte Kontrolle, selbstregulierende Systeme. Und die Schweiz hat eigentlich das Patent darauf. Ja, das ist das Prinzip der Basisdemokratie. Das müsste man jetzt umsetzen auf eine globale Skala und in der Wirtschaft und überall anwenden. Also die Komplexität, das ist das Problem. Durch diese Komplexität gibt es Selbstorganisationsprozesse, das wurde am Anfang ja schon angesprochen, und das führt zu unerwarteten Verhalten. Also zum Beispiel instabile Dynamik. Es ist eigentlich nicht schwierig, im Kreis zu fahren. Ja, aber wir werden sehen, dass nach kurzer Zeit dieser freie Verkehr zusammenbrechen wird. Was passiert jetzt? Ja, sehen wir, ein Stau hat sich gebildet, Stau bildet sich nach hinten fort und wir werden diesen dummen Stau einfach nicht mehr los. Ja, was ist der Grund? Da würden Sie jetzt irgendwie wahrscheinlich sagen, da war irgendwie so ein Idiot vor mir, der nicht die Autobahn fahren konnte. Ja, aber das ist nicht die Erklärung, sondern es gibt eine Mathematik, die uns erlaubt zu verstehen, was hier passiert. Wenn die Dichte ein bestimmtes Maß überschreitet, dann sind die Abstände eben relativ kurz. Und wenn sich dann mal ein bisschen die Geschwindigkeit von einem Fahrzeug verändert, dann reagiert man mit einer Verzögerung darauf.
diese Verzögerung muss man ausgleichen, muss ein bisschen stärker bremsen. Ja, das führt zu einer Vergrößerung der Variation der Geschwindigkeit und der nächste muss dann wieder stärker bremsen. Es gibt diesen Domino-Effekt und am Ende bleiben alle stehen, obwohl es keiner will. Ja? Das ist nun ein schönes Beispiel für systemische Instabilität. Ja. Unter den Umständen systemischer Instabilität nützt Ihnen die beste Technik nichts, alle Informationen der Welt nichts und auch die besten Absichten nichts. Diese Sache wird außer Kontrolle geraten. Und so sollte man Systeme einfach nicht bauen und betreiben. Ja, in diesem Fall, diese Dichten sollte man einfach nicht haben. Dann gibt es in diesen komplexen Systemen Beschränkungen der Voraussagbarkeit, das kennen wir schon von der Wettervorhersage. Und das liegt nicht nur daran, dass wir nicht genügend Daten haben, sondern die Physik, die hinter diesen Prozessen steht, impliziert, dass man nur für eine bestimmte Zeit voraussagen kann, was hier passiert. Die Sache wird noch komplizierter in Netzwerken. Ja? Da kann also ein einzelner Vorgang andere Vorgänge anstoßen. Ja? Wenn es irgendwo ein Problem gibt im Netzwerk, dann löst es oft Probleme in anderen Orten des Netzwerkes aus. Also es gibt diese Kaskadeneffekte und das können Sie sich so vorstellen. Eine lokale Störung. Und diese lokale Störung kann innerhalb von kurzer Zeit das ganze System durcheinander bringen. Ja? Alles. Und das war natürlich ein Experiment, aber das war es hoffentlich nicht, denn das zeigt Ihnen die Bankenpleiten in Amerika, nachdem Lehman Brothers pleite gegangen ist. Hunderte von Banken sind in der Folge dieses Kaskadeneffektes pleite gegangen. Es ist im Grunde genommen ein sehr ähnlicher Prozess wie das, was ich Ihnen gerade im Experiment gezeigt habe. So geraten Systeme außer Kontrolle, wenn sie nicht richtig gebaut sind. Und noch schlimmer wird es, wenn die Netzwerke untereinander interdependent sind, also sich gegenseitig beeinflussen. Und hier sehen Sie die Risikokarte vom World Economic Forum. Da sehen Sie, dass eigentlich alles mit allem zusammenhängt, die Umwelt, mit der Ökonomie, mit sozialen und politischen Problemen. Und die größten Probleme sind heutzutage ökonomischer und soziopolitischer Natur. Und wenn man die Zeitung aufschlägt, dann sieht man das mittlerweile auch. Ja. Nun, wenn man irgendwie eine militärische Ausbildung hat, dann würde man sagen, Mensch, wir müssen das System kontrollieren, damit es sich anständig verhält. Ja, aber leider Gottes funktioniert das oft nicht, sondern manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Die Sicherheit im Luftverkehr ist am stärksten nicht durch technische Maßnahmen erhöht worden, sondern durch eine antiautoritäre Kultur, wo der Co-Pilot den Piloten in Frage stellen darf. Wo ich sage, bist du dir sicher, dass das richtig ist, was du da tust? Ja. Und auch die Auswertung von Fukushima hat zu dem Ergebnis geführt, dass es eigentlich keine Naturkatastrophe war, sondern menschliches Versagen, was dazu geführt hat. Zu viel Hörigkeit gegenüber der Obrigkeit hat letzten Endes zu diesem Versagen geführt. Ganz nebenbei sind diese Versuche, komplexe Systeme zu kontrollieren, ziemlich teuer. Ja? Es braucht Institutionen dafür, Zehntausende von Gesetzen, und es braucht Institutionen, um diese Gesetze letzten Endes auch zu überwachen, ja? Polizei, Gerichte und so weiter und so fort. Und so sieht es dann am Ende aus. Ja? Die Industriestaaten sind fast alle pleite, mit Ausnahme der Schweiz. Ja, und vielleicht geht es auf die Dauer eben so nicht gut. Ja? Also wir müssen umdenken, mit anderen Worten. Die Zeitenwende kommt. Ich hatte das vorher schon mal gesagt, die digitale Revolution führt zu einer Veränderung. Aber die Frage ist, wie könnte das am Ende organisiert sein?
Und nun weiß man über komplexe Systeme, dass je mehr die Komplexität zunimmt, desto mehr Autonomie braucht man auf unteren Ebenen, um eine gute Systemperformance zu erreichen. Also, das heißt, weggehen von dieser Überregulierung, wo man alles im Detail zu regulieren versucht. Ja, so ein bisschen so wie diese die IKEA-Beschreibung, die ganz genau sagt, was man in welcher Reihenfolge tun muss. Und wir wissen alle, es geht meistens schief. Ne? Und es wäre doch viel besser, wir hätten so etwas, wo man automatisch das Richtige tut, also Infrastrukturen, die uns unterstützen in unseren Entscheidungen. In der Tat ist es erstaunlich, wie gut Selbstorganisation funktionieren kann. Und das ist übrigens kein Zufall, dass das hier funktioniert, sondern das liegt am Design. Das Design ist folgendermaßen, dass wir hier Einbahnverkehr haben, hier vorne. Wir haben Einbahnverkehr hinten. Und in der Mitte haben wir einen Puffer, der es erlaubt, die Geschwindigkeit so anzupassen, dass man ankommt, wenn eine Lücke für einen frei ist. Ja? Also es ist eine Frage des institutionellen Designs. Und was ich im Grunde genommen sagen möchte, ist, dass wir jetzt in die Lage versetzt werden, mit Echtzeitinformationen uns anpassen zu können auf eine Art und Weise, die Systeme stabilisieren kann und die letzten Endes eine Selbstorganisation und Selbstregulierung erlaubt. Früher hatten wir diese Daten einfach. Das Internet der Dinge würde das ermöglichen. Und hier ist ein schönes Beispiel. Ja, zunächst einmal die Simulation dieses widerlichen Stopp- und Go-Verkehrs, der uns jeden Tag ärgert. War aber jetzt nicht unbedingt Sojasprossen dafür. Und wir wollen jetzt gleich mal sehen, woran das eigentlich liegt. Also wir werden jetzt dieses Fahrzeug in einen Hubschrauber verwandeln. Ich verkaufe Ihnen das Auto mit den Rotorblättern gerne. Ja. Dann werden mich darum beneiden. So funktioniert das nämlich, wenn ich genug habe vom Straßenverkehr. Und dann sieht man, dass hier ein paar Fahrzeuge auf die Autobahn drängen. Es verursacht kleine Störungen. Diese kleinen Störungen schaukeln sich auf und schwuppdiwupp ist der Stopp- und Go-Verkehr da. Den wollen wir loswerden. Zu diesem Zweck stecken wir die Fahrzeuge mit Radarsensoren aus, die Abstand und Relativgeschwindigkeit messen und unsere Fahrzeuge automatisch fahren lassen. Und zwar, sind Sie bitte nicht beleidigt, besser als das Menschen können. Und dann sehen Sie, nach kurzer Zeit ist tatsächlich wieder Stau aufgelöst. Ja, ist das nicht wunderbar? Also es braucht Echtzeitinformationen und Echtzeitanpassung an diese Informationen, um die Probleme, die wir haben, zu lösen. Und das können wir doch eigentlich auch im Stadtverkehr versuchen. Ja? Und Zürich habe ich das vorgeschlagen, Sie haben das sicherlich in der Zeitung gelesen. Ja? Man befürchtet, dass dann der Verkehr zu gut fließt. Ja? Ja, natürlich schlimm. Ne? Ja, es könnte alles ganz wunderbar sein. Sie sehen Sie diese grünen Wellen. Und wir haben jetzt mal drei verschiedene Organisationsformen miteinander verglichen. Nämlich einerseits das, was dieser weise König machen würde, oder der wohlwollende Diktator, ja, also eine Zentrale, die alle Informationen sammelt, die man kriegen kann von der gesamten Stadt. Dann versucht man, das zu optimieren. Es geht nur leider nicht in Echtzeit, weil das Optimierungsproblem zu kompliziert ist. Man muss also Vereinfachungen machen. Und wenn man sich dann für eine Lösung entschieden hat, dann wird die in der ganzen Stadt umgesetzt. Ja? Koste es, was es wolle. Ja? Gut, dann schauen wir einfach mal, wie gut das funktioniert. Dann können wir das Umgekehrte machen, dass wir sagen, okay, lassen wir doch jede Kreuzung selber schalten. Ja, die wüsste dann, wie viele Fahrzeuge auf die Kreuzung zufahren. Gäbe also Messungen hier bei der Zufahrt. Und das würde man so machen, dass die Reisezeiten dieser Fahrzeuge strikt minimiert werden. Ja? Das ist kein schwieriges Optimierungsproblem, kann man machen, kein Problem. Ja? So wie das der Homo economicus machen würde. Jeder macht das, was für ihn am besten ist. In diesem Fall für die Kreuzung, für jede einzelne Kreuzung. Und dann haben wir hier noch einen weiteren Ansatz,
wo man das Gleiche tut, aber wenn eine Warteschlange zu lang wird, dann bauen wir die erstmal ab, bevor wir wieder zur Minimierung der Fahrzeiten übergehen. Warum? Damit hier nicht irgendeine Straße überläuft und das dann letzten Endes Behinderungen bei den Nachbarn verursacht. Ja, wir nennen das die rücksichtsvolle Selbstorganisation. Jetzt schauen wir einfach mal, was hier passiert. Also wir erhöhen die Nutzung der Kreuzung. Wir sehen, dass hier die Warteschlangenlänge, wie viele Fahrzeuge warten müssen, natürlich steigt, je stärker die Kreuzung ausgelastet wird. Das ist hier die rote Gruppe für diese Top-Down-Steuerung. Linearer Zuwachs sieht eigentlich ganz vernünftig aus. Okay. Aber jetzt mal im Vergleich der Homo economicus, also wo jede Kreuzung separat die Wartezeiten minimiert. Mensch, das ist ja viel besser. Ja? Viel besser. Ja? So wie natürlich die Marktwirtschaft viel besser ist als die Planwirtschaft. Ja? Wissen wir eigentlich schon lange, steht ja im Geschichtsbuch. Ne? Das Problem ist nur, dass hier etwas Unerwartetes passiert. Ja? Plötzlich explodieren hier diese Warteschlangenlängen. Ja, und die Verkehrsleitzentrale sagt, ach, und deswegen zahlt ihr ja auch die Millionen an uns. Ja. Deswegen braucht es ja bei hohen Verkehrsaufgaben, damit es dann funktioniert mit der Steuerung. Ja, man könnte also sagen, bei geringen Verkehrsaufgaben funktioniert Adam Smiths unsichtbare Hand, aber bei hohen, da versagt sie. Ja. Und jetzt aber mal noch diese letzte Methode, die Rücksicht nimmt auf die Nachbarn. Und da sieht man, Mensch, das funktioniert überall besser, obwohl wir hier keine Top-Down-Steuerung haben. Ja? Lokale Optimierung, aber unter Rücksichtnahme auf die Nachbarn. Ja? Ich brauche Ihnen nicht zu erklären, in der Schweiz versteht man das, aber anderswo versteht man es vielleicht nicht. Also wir können es tatsächlich erreichen, dass diese unsichtbare Hand funktioniert, wenn wir die richtige Technologie richtig einsetzen. Ja? Und jetzt ist die Frage, können wir das auch übertragen von technologischen Systemen auf sozioökonomische Systeme, ja? Wo Menschen entscheiden, das ist ja viel komplizierter, würde man sagen. Und in der Tat, es gab einen Nobelpreis dafür. Elinor Ostrom hat herausgefunden, übrigens in der Schweiz, dass selbststeuernde, selbstorganisierende sozioökonomische Systeme möglich sind und effizient sind, wenn nur die richtigen Prinzipien zugrunde gelegt werden. Und eines der Prinzipien, das sich für eine globale Gesellschaft zu eignen scheint, sind Reputationssysteme. Und das ist meiner Meinung nach auch der Grund, warum die sich wie ein Lauffeuer im gesamten Internet ausbreiten. Sie sind einfach nützlich. Ja? Sie sind nützlich für Käufer, weil wir besseren Service bekommen. Sie sind aber auch nützlich für Verkäufer, weil wer eine gute Reputation hat, kann mehr Geld für die gleichen Produkte verlangen. Das ist also gut für alle. Warum benutzen wir es nicht einfach überall? Ja, da ist nur ein Problem. Wenn wir allen das Gleiche empfehlen, dann wird die Soziodiversität letzten Endes reduziert und wer sich mit Biodiversität auskennt, der weiß, dass das schützenswert ist, dass es wichtig ist, dass wir die Diversität haben. Ja? Das ist nicht immer einfach, das gebe ich ja zu, aber man braucht es. Ja? Die Innovation, die gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit, die Glücklichkeit, kollektive Intelligenz, viele Dinge erfordern die Diversität. Ja, dann braucht es vielleicht irgendwie Unterstützung, um mit dieser Diversität besser zurechtzukommen. Und ich habe es überlegt, kann man nicht letzten Endes Technologien entwickeln, die uns helfen, Probleme zu überwinden? Und wenn jetzt irgendwie zwei Menschen oder zwei Firmen miteinander interagieren, gibt es eigentlich nur vier mögliche Situationen. Eine Situation, wo beide einen Nachteil hätten, wenn sie sich engagieren in dieser Interaktion. Das sollte man besser bleiben lassen. Ja? Dann gibt es Situationen, wo einer einen Nutzen hätte und der andere einen Nachteil. Da müssen wir zwei Fälle unterscheiden. Entweder produziert es insgesamt einen Schaden, das sind die schlechten Situationen, oder insgesamt einen Nutzen. Das soll.
In den schlechten Situationen ist es so, da müssen wir die Partei schützen, die einen Nachteil hätte. Die andere Partei möchte sie ja gerne ausbeuten. Ja? Aber einer ist dann am Ende nicht glücklich und insgesamt produziert es, wie gesagt, einen gesellschaftlichen Schaden. Hier in dieser Situation können wir aber die Situation in eine Win-Win-Situation verwandeln, indem wir einen Austausch, einen Wertetransfer organisieren. Ja, zum Beispiel Geld bezahlen. Und dann gibt es schließlich die Win-Win-Situation. Also die Frage ist, können wir Technologien bauen, die uns unterstützen in diesen Situationen? In der Tat, ich nenne die den sozialen Spiegel, den sozialen Adapter, den sozialen Protektor und soziales Geld. Und die dienen dazu, einerseits uns bewusster zu machen, in welcher Situation wir uns befinden, uns zu helfen bei profitablen Interaktionen, Situationen zu vermeiden, die nicht gut für uns sind und andererseits eben auch Austausch zu ermöglichen. So, aber das alles braucht natürlich ziemlich viel Information, nicht unbedingt an einem Ort, so wie das besprochen hat im Zusammenhang mit der Kristallkugel, sondern das kann verteilt sein. Ja? Und mein Vorschlag ist, dass wir ein planetares Nervensystem bauen als Bürgernetzwerk. Ja, warum? Nun, einerseits, das Internet der Dinge lässt sich meiner Meinung nach nicht aufhalten. Ja, wir werden in 10 Jahren 150 Milliarden Sensoren verteilt haben in der Welt. Ja, in diesem Raum werden vielleicht 20 davon sein. Ja. Überall werden die verteilt sein, im öffentlichen Raum, das kann man es gar nicht vermeiden. Und dann ist halt die Frage letzten Endes, wird das kontrolliert von einem Unternehmen oder vom Staat oder eben vom Bürger. Und ich meine, damit das kein dystopischer Albtraum wird, ein Überwachungsalbtraum, ist es doch wohl am besten, wenn wir Bürger das selber kontrollieren. Ja? Also das ist letzten Endes die Vorstellung, dass wir das selber bauen, und zwar um uns natürlich in eine Lage zu versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen, weil wir besser Bescheid wissen, in welcher Lage wir uns befinden. Und um diese Informationen zu bekommen, kann man zum Beispiel Smartphones miteinander vernetzen, aber nicht nur die, sondern auch andere Sensoren. Und was aber wichtig ist, dass man dieses System auf eine Art und Weise baut, dass wir ihm vertrauen können. Und Vertrauen können wir ihm nur, wenn wir die Kontrolle über unsere persönlichen Daten haben. Wenn wir sie besitzen und wenn auch auf unsere Privatsphäre Rücksicht genommen wird. Ja? Wenn wir also dieses System hier bauen, dann geben wir den Leuten die Möglichkeit, jeden einzelnen Sensor an- oder auszuschalten. Die sensiblen Sensoren, die degradieren wir, dass man nicht verstehen kann, die Leute sagen, man kann dann nur eine Lautstärke messen, nur dann, wenn sie das auch zulassen oder wollen. Also es werden Maßnahmen gemacht, die letzten Endes ihre Privatsphäre schützen und die persönlichen Daten, die in ihrem Einverständnis anfallen, die würden sie selber verwalten. Da gibt es ein Datenpostfach, wo sie spezifizieren können, was man damit machen kann. Aber sie könnten eben auch insbesondere diese Daten teilen. Mit ihren Freunden, mit ihren Bekannten, Verwandten, Kollegen oder der Welt, je nachdem, was es für Daten sind und wie sie fühlen bezüglich dieser Daten. Und ich glaube, dass wir am Ende eben doch Daten miteinander teilen werden. Warum? Weil es Gelegenheiten für uns schafft, ja? Weil es uns einfach neue Möglichkeiten gibt. Und wenn wir das dann noch ausstatten mit einem Mikro-Payment-System, dann können wir mit Daten noch Geld verdienen. Ja? Die könnten alle quasi dazu verdienen. Und die Idee ist, dass man so etwas bauen könnte wie ein Informations- und Innovationsökosystem. Ja? Das heißt, Sie können Daten aus diesem planetären Nervensystem verwenden, aber auch Computercodes, mit denen man diese Daten verarbeiten kann. Das können Sie abändern, so benutzen, wie Sie wollen. Sie würden dann neue Daten produzieren, neue Computercodes. Die würden Sie dann auch früher oder später wieder teilen. Und das heißt,
je mehr es gibt, desto mehr Möglichkeiten entstehen. 0, nichts wächst da also dieses Innovationsökosystem, von dem Sie eigentlich deswegen am meisten profitieren, weil Sie mit anderen teilen, weil wir das gemeinsam bauen, als Bürgernetzwerk, ja, basisdemokratisch, wie Wikipedia auch. Ja, die leistungsfähigste Wissensquelle unserer Welt von den Bürgern auf die Beine gestellt. Und wir sind dabei, das zu bauen. Ja. Die Hoffnung ist also, dass sich das genauso verbreiten wird weltweit, wie damals OpenStreetMap, ja, die aktuellste Karte von Straßen, Wegen in der gesamten Welt. Das ist der Plan, dass wir also letztendlich ein solches System auf den Weg bringen, das sich dann weltweit verbreitet. Und ich habe ein sehr talentiertes Team voller junger, begeisterter Leute und wie gesagt, das wird ein offenes System sein. Ja? Deswegen möchte ich eigentlich Sie gerne einladen, gerade auch an der Fachhochschule hier, sich daran zu beteiligen, diese Computeralgorithmen zu bauen, diese planetare Nervensysteme mit uns zusammen aufzubauen und die fantastischen Möglichkeiten zu nutzen, die sich daraus ergeben. Und dann werden wir auch dahin kommen, kollektive Intelligenz zu bauen. Das heißt letzten Endes, die Intelligenz von vielen zusammenzubringen, um Probleme zu lösen, die komplexer sind, als es ein Einzelner machen kann. Denn wie ich anfangs gesagt habe, die Komplexität der Welt ist uns über den Kopf gewachsen. Also müssen wir die Köpfe zusammenstecken, um diese Probleme gemeinsam zu bewältigen. Und interessanterweise gibt es da einen Zusammenhang, der wirklich erstaunlich ist. Denn die beste Lösung entsteht aus Diversität. Nicht der beste gewinnt, sondern die Kombination von diversen Lösungen. Deswegen braucht es uns alle. Und damit können wir dann tatsächlich auch selber unsere eigenen Projekte aufbauen, unsere eigenen Firmen gemeinsam. Ja, letzten Endes diese Arbeitsplätze schaffen, die wir brauchen, um in Zukunft wieder alle Arbeit zu haben angesichts der digitalen Revolution. Ja, wir könnten zu Hause produzieren, das ist jetzt alles möglich und insofern können wir uns eigentlich freuen auf eine kreative, produktive Zukunft, zu der wir alle einen Beitrag leisten können. Und warum fangen wir nicht einfach morgen damit an? Vielen Dank. Thank you.